Achtung, frisch verlegter Estrich. Ja, heute ist der Estrich gekommen. Hallo zusammen, wir starten in eine neue Woche. Wir haben heute Mittwoch, den 19. Oktober und ich hatte gestern Geburtstag. Bin 34 geworden, aber erzähl's keinem. Diese Woche passiert ganz schön viel, denn diese Woche kommt der Estrich und bevor der Estrich kommt, das wollte ich euch nämlich unbedingt zeigen, wird nämlich der Boden gedämmt. Wir waren am Montag schon da und da habe ich aber die Kamera vergessen und deswegen blende ich euch jetzt mal Bilder von meinem Mann ein. Da seht ihr eben die erste Schicht der Dämmung. Ich weiß, kann euch nicht ganz so genau sagen, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall wurden da so, ich weiß nicht, ob das Styroporplatten oder was das genau ist, da wurde dann auch ausgesägt oder eben ausgeschabt, damit die ganzen Schläuche da reinpassen. Das wurde dann mit so kleinen Kügelchen befüllt. Ich versuche euch mal die Namen dazu einzublenden, was das ist, denn ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Wir waren da nicht dabei. Ich habe auch nicht gefragt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Und heute ist es so, dass hier noch so eine Matte drauf gemacht wurde. Oder so eine Folie. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das auch für eine Folie ist. Auf jeden Fall dient das zur Dämmung der Bodenplatte oder des Bodens. Und das wollte ich euch auf jeden Fall unbedingt zeigen. Und heute wurde schon begonnen mit der Fußbodenheizung. Und die zeige ich euch jetzt auch. Das Licht ist heute nicht besonders gut. Wir haben schon relativ spät und es ist so ein trister, grauer Regentag. Deswegen ist das Licht nicht so gut. Aber ihr seht, hier liegt schon die Fußbodenheizung. Und ja, das wird jetzt auf jeden Fall fertig gemacht bis Freitag. Im Bad ist die Fußbodenheizung schon fertig. Was dieses Ding ist, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich war da der Schlauch drauf. Soviel ich weiß, hat dem Material gefehlt. Und boah, ja, auf jeden Fall wird jetzt überall die Fußbodenheizung verlegt. Wenn ihr es sehen könnt, da hinten ist ja die Dusche, da ist auch Fußbodenheizung, sehr, sehr cool. Ja, und das wird jetzt im ganzen Haus diese Woche noch gemacht. Ich glaube, teilweise muss noch Strom verlegt werden, beziehungsweise noch ein, zwei Steckdosen gesetzt werden. Aber ich glaube, das kann man auch nach dem Estrich machen. Und ja, am Freitag kommt der Estrich und dann können wir erstmal ein paar Tage nicht drauf. Ja, es geht voran, würde ich sagen. Das wollte ich euch noch zeigen von dem Tag heute. Und mit der Küchenplanung sind wir nun ein kleines Stück weiter. Wir haben jetzt mal bei IKEA angefragt, weil wir es testen wollen, bei IKEA die Küche zu machen. Wir hatten schon überlegt, das hier vor Ort bei einem Küchenplaner gemacht. Da habe ich mal die Buchhaltung von gemacht. Deswegen wollen wir auf jeden Fall IKEA probieren, weil die auch irgendwie coole Sachen haben. Ich habe es letztens erst in der Zeitschrift gesehen, dass im IKEA da auch bei diesen ganzen anderen Küchen, die da so ausgestellt wurden, auch mit dabei war. Also schlecht können die nicht sein. Und ihr könnt mir gerne mal eure Erfahrungen zu IKEA-Küchen schreiben. Wir haben jetzt dann bald einen Termin, wo die dann hier das Aufmaß nehmen. Das machen die aber erst, wenn der Estrich drin ist. Und wir haben dann demnächst dann auch einen Termin im Einrichtungshaus, um die Küche zu planen. Ich hoffe, dass diese 200 Euro gut angelegt sind, die wir da zahlen müssen. Ich hoffe sehr, dass es cool wird. Und ja, so viel mal dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns die nächsten Tage. Und hey, ich bin jetzt 34. Samstag, der 22. Oktober. Hallöchen. Wir sind nicht auf der Baustelle, weil nämlich heute der Estrich kommt. Gestern waren wir ganz kurz da. Der Hansi hat noch die Fußbodenheizung fertig gemacht und das haben wir mit der GoPro so ein bisschen aufgenommen. Und das blende ich euch jetzt mal ein. Kinderzimmer, mein kleiner süßer Mann hier unten, der trinkt jetzt noch eine Milch und ich habe mich ein bisschen zu ihm gesetzt und wir gehen gleich mit der Oma in ein Küchenstudio hier bei uns in der Stadt. Da kann man eine Küche gewinnen, ihr glaubt es nicht, da ist wohl Bora da und die machen da irgendwie noch so ein Kochevent und verlosen
da auch irgendwie Küchengeräte. Ich weiß auch nicht so ganz genau. Wir gehen auf jeden Fall nachher mal hin. Von dem Küchenstudio habe ich schon zwei Küchen. Und ich habe... Wir kennen den Besitzer auch. Ich habe da viele Jahre lang die Buchhaltung gemacht, damals im Steuerbüro, weil ich mal im Steuerbüro gearbeitet habe. Und jetzt aber schon lange nicht mehr. Und jetzt dachten wir gehen einfach mal hin und versuchen unser Glück. Da ist wohl morgen am Sonntag irgendwie um 16 Uhr dann die Auslosung, wer gewonnen hat. Wahrscheinlich gehören wir nicht zu den Glücklichen, weil wir nie Glück haben. Aber mitmachen kann man ja mal. Das wäre natürlich der Oberkracher. Mein Mann war vorhin noch auf der Baustelle und hat die GoPro aufgestellt, damit man mal sieht, wie so ein Essstrich eigentlich gemacht wird. Und das blende ich euch jetzt mal ein mit der GoPro. Ich habe das ja jetzt noch nicht gesehen. Das ist immer sehr lustig, dass ich euch Sachen zeigen kann. Nein, ich mache. Aus der Zukunft. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist sehr lustig. Euch blende ich das ein und dann gehen wir mal zum Küchen-Event. Küchen-Action, die erzähle ich euch nachher. Wir sind jetzt nochmal kurz auf die Baustelle gefahren, um von außen ein bisschen zu glotzen, wie der Essstrich aussieht. Mein Mann hat mir vorhin schon Bilder gezeigt. Aber ich will es natürlich auch sehen und das schauen wir uns jetzt mal an. Seht ihr es? Ja, wir schließen jetzt gleich mal noch auf. Achtung, frisch verlegter Essstrich. Hier glänzt es. Spiegelt sich sogar das Fenster. Naja, man sieht das ja nicht so richtig. Hehe, cool. Sieht mehr mich. Ich muss vielleicht mal so die Jacke. Ah ja, jetzt sieht man's. Auf die GoPro. Die GoPro? Eigentlich war es das schon von dieser Woche, aber ich melde mich auf jeden Fall morgen noch mal kurz wieder, weil ja morgen die Verlosung der Küche ist. Wir waren auf jeden Fall da, haben bei dem Gewinnspiel teilgenommen. Wir werden vielleicht heute Abend noch den Grundriss nochmal von unserem Haus schicken, weil es so ist, dass es nochmal, wenn man sich eben heute und morgen bei denen nochmal meldet, da gibt es nochmal Ausstellungsrabatte und man kann eben unverbindlich mal die Küche planen lassen und das werden wir machen. Huch. Wir bauen, glaube ich, gleich einen Unfall. Lieben, ich melde mich morgen nochmal. Wir fahren jetzt zu meinen Eltern zum Happy Happy Machen Essen. Dienstag, der 25. Oktober. Und tja, ich habe die Küche nicht gewonnen. Es hat sich niemand gemeldet. Und deswegen schließe ich auch, seht ihr mich noch, diesen Vlog an dieser Stelle. Sonst geht er zu lang. Wir sehen uns im nächsten, ihr Lieben, und ich würde sagen, ich blende euch hier drüben am Fenster mal mein Social Media ein und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage. Also, ich vlogge jetzt weiter, aber ihr seht es dann erst im nächsten Video. Tschüssi!